Ja, servus, wie geht's euch denn so? Ich bin's, der Big Mesher. Willkommen zu einem anderen Teil, also zum zweiten Teil von dem Sim-Dating Visual Novel Game Dells von Mike Inell. Die Person hier links ist Chamois, ich weiß, komischer Name oder dämlicher Name. Ja, nehmt's einfach so hin, wie es ist. Und das hier ist Charisse oder Reese als Spitzname. Oder machen wir gerade weiter. Oh, you have the shiny thing. Was? Was hab ich? Where? What shiny thing? Ja, was für ein leuchtendes Ding. Der glitzerndes Ding. That ring you're wearing. Okay, warum sagt er nicht gleich, dass es ein Ring ist? Ja, ziemlich feminine Hände. Oh, this is, I thought you were talking about Reese's forehead. Okay, er beschwert sich darüber im letzten Teil, dass Freunde sich nicht hier Idioten oder Jerks nennen. Aber dann bist du. Auf unhöflichste. Okay, ich finde es jedenfalls unhöflich, hier die etwas weite Stirn von der Freund, von seinem weiblichen Freund hier da zu erwähnen. Also, ihr wisst, was ich meine. Ahaha. Just so you know, I powder my face. Ja, vielleicht ist es euch sicher aufgefallen. Ich klinge ein bisschen. Gelangweilt. Ich bin nicht gelangweilt, das liegt einfach nur daran, dass ich das Ganze früh am Morgen, gleich nach meinem Aufwachen aufnehme. Nur damit ihr Bescheid wisst. I'd rather have a huge forehead than wear a movie prop. Okay, ich habe keine Ahnung, was prop auf Deutsch ist. It's not a prop. It's a ring and I love wearing. Ah, okay. Props, sie meinte so diese. Wie nennt man es jetzt nochmal? Diese Gegenstände hier für Filme oder sowas. Ah, Gott, ich habe jetzt den Namen vergessen. Ja, früher morgen. Yeah, a ring made of paper mache covered in aluminium foil. It was used in that Indie-Film back then. Ja. Kein schlechter Papierring, wenn er sich ganze 3 Jahre gehalten hat. Yeah, but it came from someone. What? Usuposial. What? Hä? He meant special. Okay. Das hätte ich mir auch denken können. Ich war nur ein bisschen irritiert an der Sprachausgabe. Oh. Okay, fine. It came from here. Sorry. But I'm wearing it because it's nice too. Right. Honest. Right. Out of embarrassment, I took the ring off my finger and shoved it inside my bag. Anyway, did any of you guys finish the algebra homework? Nope. There was one? We still have 30 minutes. We can work on it before the class starts. Nah, math is still after recess. I vote for ice cream. Okay, unsere erste Entscheidung im Spiel. Bin ich eher eine faule Ratze und gehe für Eiscreme
Oder sollte ich das erledigen? Ja. Bin ich eher mal die logisch denkende Person? finish it early. It's better to finish it early, if you ask me. What about ice cream? Ja, Eiscreme ist das Zentrum der Welt. Save it for later, the homework is more important. Eiscreme. I got the questionnaires. Ist das überhaupt ein Wort, questionnaires? Keine Ahnung, wie gesagt, mein Englisch ist selbst nicht so einwandfrei. Let's head for the classroom. Okay, ich hab's kapiert. Okay, I'm right behind you. After a few steps down the stairs to the corridor, Jerry stopped to look at Jamois. Well, come on. But why not buy yourself one, then catch up on us? Oh, good idea. Ja, geh hol deine Eiscreme. Yeah, you do that. See you later at the classroom. Okay, be. Tut mir leid, ich bin nicht wirklich so gut in solchen Abkürzungen. Was heißt BRB, wenn mich mal jemand ein bisschen darauf aufmerksam machen kann? What? Krstk. Okay, you don't say that in real Krstk. He dashes away so fast that our eyes weren't able to catch up with his speed. Sonic the Hedgehog? Oh well. Come on, let's go. Therese continued to climb down the stairs while I followed her. Sie ist die Treppen runtergeklettert. Oder? Wie gesagt, ich werde niemanden nach seinen Englischkünsten bewerten oder sowas, aber Climb Down ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, um wenn man Treppen nach unten geht. But as we reached the other corridor, I noticed a black-haired girl watching me from afar. Maybe I'm just imagining things. I turned my head to see the person clearly. It turns out she's just standing there, alone, facing another direction besides mine. Maybe she was waiting for someone. Ja, wenn wir das Mädchen mal sehen würden. Hey, our classroom is this way. Oh yeah, I'm coming. I turned to Therese once again and followed her. After a couple of minutes of sitting with our eyes glued to our papers, Therese finally broke the silence. Netter Klassenraum. Done, finally. What's the answer for number 9 again? X equal 24. Wie nennt sich Y? Wie spricht man nochmal Y in Englisch aus? Epsilon? Ne. Egal. Damn, Math. As if we'll use this complex gibberish in the future. In computer programming, yes. Ja, weil so viele Leute einen Job als Programmierer wählen. Na gut, heutzutage hat so gut wie fast jeder Beruf was mit Computern zu tun. Insofern war der Kunde berechtigt. Ja, ich mag Mathe selbst nicht so besonders. Computer, what? Okay, ich beende den Teil hier. Wir machen dann im nächsten Teil weiter. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Ich hoffe, ich bin euch nicht allzu sehr auf die Nerven gegangen. Und bis zum nächsten Mal.